Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age 2. Ich muss mal ganz schnell schauen, was wir hier alles zu tun haben, weil ich habe seit keine Ahnung wie vielen Wochen nicht mehr aufgenommen. Die Bauarbeiten laufen immer noch. Ich kann jetzt langsam wirklich nicht mehr. Okay. Wir haben noch ganz viele Gefährtenquests. Da das Schild ihrer Namensvetter daran zugeschrieben wird, könnte Evelyn vielleicht an ihm interessiert sein. Okay. Evelyn. Mit Evelyn über den Tod deiner Mutter, ja. In der letzten Folge ist Hawks Mutter gestorben, ist eigentlich fast ein zu schwaches Wort dafür. Wurde brutal zerstückelt, zusammengenäht und abgeschlachtet. Ist ein bisschen makaber und heftig, aber ihr wisst, was ich meine. Hawk hat ihre Mutter verloren. Und ich würde sagen, wir fangen doch mal direkt damit an, mit unseren Freunden darüber zu reden. So. Und zwar dem Kuhn folgen. Ja, mache ich nachher hier. Ich muss zu Dings. Wo ist sie denn? Hier? Ist Evelyn der Feste? Ich glaube schon. Ich bin da immer ein bisschen verwirrt, weil ich bei allen anderen Gefährten direkt dahin reisen kann. Habe ich einen direkten Schnellreisepunkt und bei ihr muss ich immer zur Feste reisen und dann hinlaufen. Hallo? Na, Evelyn? Hawk, mir ist gleichgültig, was sonst noch vor sich geht. Wir haben nicht über Leandra gesprochen. Wie geht es euch? Ihr Herz wird zerbrochen? Wessen Herz? Meine Mutter ist tot. Mein Herz ist gebrochen. Ich könnte jetzt sagen, wenigstens kanntet ihr sie. Aber das würde mich fast mehr schmerzen als euch. Ich habe nur Erinnerungsfetzen von unfassbar langem Haar. Aber von meinem Vater. Eine Sache könnte ich euch erzählen, wenn ihr wollt. Na klar. Ihr habt noch nie von ihm gesprochen. Mein Vater hat mich in allem ausgebildet, was er hatte aufgeben müssen. Er hat alles getan, um mich in Kellens Dienste zu bringen. Wisst ihr, woran ich mich erinnere? Als er mir vorlas, dummes Zeug von Drachen und Helden, blätterte er immer erst um, wenn ich seine Hand ergriff. No. Dieser große Mann überließ jeden Schritt der Geschichte meiner Entscheidung. Das habe ich geliebt. Er starb in einem Krankenhaus in Denarim an Schwindsucht. In seinen letzten Wochen habe ich ihm vorgelesen. Ich musste seine Hand nehmen, um die Seiten umzublättern. Und ich wusste nicht, ob er schon zu schwach war oder immer noch das alte Spiel spielte. Und dann lächelte er sein großes Mädchen an. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das erzähle. Tote Eltern verbinden? Durstig? Ein Glas auf alle, die wir verloren haben. In Ordnung. Auf Benoit du Lac und Leandra Hawk. Lasst euch von niemandem vorschreiben, wann ihr wieder nach vorne blickt. Er greift seine Hand und sagt, wenn ich es will. Mehr kann ich nicht sagen. Ich werde sie auch vermissen. Wir alle werden sie vermissen, glaube ich. Aber ich habe ein Schild für dich. Ich habe etwas für euch. Okay. Ach ja? Ein Schild. Oh, da steht, getragen von der einzigartigen Sir Evelyn. Sehr hübsch. Hat sie Danke. es gerade auf den Boden geschmissen oder was war das? Seht ihr? Deshalb bekommt ihr nie etwas von mir. Ich hatte ein Schild. Er gehörte Wesley. Es war schwer, ihn aufzugeben, aber ich habe es getan. Nützlichkeit geht vor Gefühle, richtig? Wir haben ihn verkauft, oder nicht? Und ich dachte, ich wäre einfach nur freundlich. Wenn ihr nicht ahntet, dass mich das verärgert, was war dann eure Absicht? Ich wollte nett sein. Reicht es nicht aus, zu wollen, dass ihr glücklich seid? Mano. Nur Narren sind glücklich. Also gut, es geht gar nicht um den Schild, richtig? Nein, und um Wesley auch nicht. Ihr habt Was mich dazu willst du dann von gebracht, mir? Ich bin hier eine zu Frau, ich sitzen. müsste wissen, was die Mit von mir einem will. war ich nicht einverstanden. Keine Ahnung, nicht mal Bei Frauen allem hat verstehen es mich Frauen. gewundert, dass ich sie überhaupt getan habe. Ich bin nicht sicher, wohin mich dieser Weg führt. Ich habe das, was ich war, ausgetauscht. Aber was bedeutet mir dieses Sir Evelyn? Kein Respekt für eure Namensvetterin? Dann nehme ich ihn zurück. Wenn ihr nicht wollt, auch recht. Ich finde eine andere Verwendung dafür. Das wäre mir sehr recht, Hawk. Manchmal frage ich mich wirklich. Ja, so ein bisschen an einer Waffel hat die gute Evelyn schon, ne? Okay,
Wir sind immer noch in Akt 2. Ich erinnere mich noch daran, gesagt zu haben, ich fange am Anfang, also bevor ich in Akt 3 quasi wirklich durchstarte, aber nach dem Ende von Akt 2 fange ich mit den DLCs an. Das weiß ich immer noch. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Mist. Der gehängte Mann. Wir schauen kurz bei Varric vorbei. Ich weiß nicht, ob der auch über den Tod von Leandra reden will. Und dann machen wir auf jeden Fall noch das Level up hier. Was macht eure Reliquie eigentlich so wertvoll? Das, was alles wertvoll macht. Jemand ist bereit, dafür zu bezahlen. Angebot und Nachfrage. Schön, dass ihr nicht ausweicht. Ich bin nicht dahin gekommen, wo ich bin, weil ich jedem mein Blatt gezeigt habe, versteht ihr? Nein, euer Blatt war es nicht, was ihr jedem gezeigt habt. Hallo? Bisschen weniger Zickenkrieg da hinten? Und dann hat Hawk die Tür einfach aus ihren Angeln gerissen, ist mitten ins Zimmer geschritten und... Oh, ich schätze, wir müssen den Rest wohl auf später verschieben. Hättet ihr kurz Zeit, Varric? Für euch habe ich alle Zeit der Welt. Um ehrlich zu sein, wollte ich ohnehin mit euch reden. Die Leute sagen, ihr und dieser Elf, ihr wisst schon, der schwermütige Tevinterknabe, wärt euch näher gekommen. Ein Problem damit? Also, was ist da im Buschhawk? Eifersüchtig. Na so etwas. Ich hätte nicht gedacht, dass ich euer Typ bin, Varric. Ich fühle mich geschmeichelt. Es liegt an meiner Brustbehaarung, nicht wahr? Keine Frau kann ihr widerstehen. Nur leider wird das nichts. Ich bin schon vergeben. Ah, Bianca steht mir also schon wieder im Weg, nicht wahr? Was soll ich sagen? Sie ist einfach ziemlich eifersüchtig. Hört mal, als euer Freund habe ich das Gefühl, ich würde euch einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich nichts sage. Wisst ihr überhaupt, dass der Elf über und über mit Stacheln bedeckt ist, wie ein schwermütiger Igel? Er könnte vielleicht kleinere Probleme haben. Du kannst auch klick genau richtig für mich. Alles andere wäre ja langweilig. Habt ihr in all der Zeit, die wir uns jetzt kennen, jemals den Eindruck gehabt, dass ich mich von Verrücktheiten abschrecken lasse? Schon verstanden. Der Mann da drüben. Oh. Ich schaue mich seit einer geschlagenen Stunde an. Ich habe mitgezählt. Sekunden gezählt, oder was? Nein, er weiß es. Er weiß, dass ich es weiß. Aber er weiß nicht, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich es weiß. Okay, da hat einer ein bisschen zu viel getrunken da hinten, ne? Okay. Wir machen kurzes Level up. Das übliche. Fenris kriegt alles in Stärke. Hier sind wir tatsächlich schon Max. Sense. Da kann er ranchargen und ein bisschen mehr Wille. Ich bin immer noch kein Fan davon. Ich glaube, das gucke ich mir jedes Mal an und jedes Mal sage ich nein. Dann kriegen wir halt hier den letzten Punkt in den Tree. Und Geschicklichkeit. So. Okay. Ja, dann haben wir jetzt tatsächlich nur noch Hauptquests. Dem Kuhn folgen, dazu müssen wir zurück nach Hause. Dann gehen wir doch mal wieder dahin. Da habe ich auch gesehen, ich habe neue Briefe. Dann kann ich ein bisschen vorlesen, auch wenn ich gerade schon wieder an der Erkältung rummache. Es ist Wahnsinn, was 2 Wochen ohne Fenster für die Gesundheit tun. Seufz. Ja, das habe ich gerade wirklich gesagt, einfach weil das Seufzen durch meinen Popschutz nicht hörbar war. Okay. Wo ist denn... Da ist denn... Okay, dem Kuhn folgen. Sarah Caitlin Hawk, bitte kommt in meine Feste zu einem Gespräch mit mir und nur mit mir. Die Angelegenheit ist privat und äußerst dringend. Außer euch kann ich niemandem vertrauen. Vicomte Dumas. Oh oh. Oh oh. Erinnert ihr euch noch an ICQ? Damals? Ich kann meine ICQ-Nummer immer noch auswendig. Die war auch schön einfach zu merken, muss ich zugeben. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ich kein ICQ mehr genutzt habe. Ich weiß nicht mal, ob es das überhaupt noch gibt. Ob es den Messenger noch gibt oder ob es mittlerweile komplett tot ist. Wahrscheinlich gibt es irgendwo noch so ein paar Hartgesottene, die den Absprung auf MSN nicht geschafft haben und dann den Absprung auf SchülerVZ und dann den Absprung auf Facebook. So, hallo. Es ist noch nicht genug, dass die Kunari mein politisches Leben bestimmen. Jetzt müssen sie auch noch das verderben, was mir am Herzen liegt. Es geht um meinen Sohn, Seamus.
Ihr habt ihm doch nicht das Leben gerettet, nur damit er es jetzt vergeudet, indem er zum Kunen übertritt. Er ist zum Areal der Kunari aufgebrochen. Er ist erwachsen, kann machen, was er will, ne? Ich bitte euch, Sarah Hawk. Überzeugt Seamus davon, wieder nach Hause zu kommen. Der Arishok hat kein gutes Wort für Kirkwall übrig und doch akzeptiert er Konversionen? Ich verstehe ihn einfach nicht. Und der Erbauer sei mein Zeuge, dass ich es versucht habe. Aber er ist mit wie vielen Männern hier an Land gegangen? Ein paar hundert? Wenn man dann noch die Toten und Abtrünnigen abzieht, muss der Arishok seine Truppen dringend aufstocken. Ich bin mir sicher, mein Sohn ist eine symbolische Trophäe für ihn. Hat sonst noch jemand gesehen, dass er sich auf dem Weg zum Kunari-Areal gemacht hat? Er hat kein Geheimnis daraus gemacht. Ich bin mir sicher, er wollte damit ein weiteres seiner Zeichen der Annäherung setzen. Euer Vorbild hat ihn inspiriert. Ich würde dem vielleicht sogar zustimmen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Diese Angelegenheit ist delikat. Ihr wollt sagen, er ist eine politische Gefahr? Der Amtssitz muss stark bleiben, Sarah Hawk. Aha, es geht um die Politik. Egal, was der Sohn will, ne? Du bist gewählter Vertreter des Volkes, wenn ich das jetzt mal so richtig kriege. Also, soweit ich es mitbekommen habe, geht der Titel durch eine Wahl an den Nachfolger über und nicht durch Erbe, ist kein König oder so. Warum ist es also wichtig, was dein Sohn jetzt tut? Der ist nicht gewählt worden. Er ist erwachsen. Und somit ist es doch eigentlich seine Entscheidung. Ich will ja, dass er seinen eigenen Weg findet. Aber in meiner Position, ihr wart eine gewaltige Inspiration für ihn. Und ich will ihm seinen Idealismus ja lassen, aber er darf ihm nicht blind folgen. Im besten Fall werden meine Gegner nur behaupten, mein Amtssitz sei nun in den Händen der Kunari. Und im schlimmsten Fall verliere ich meinen Sohn. Na, schön, dass das immerhin für dich der schlimmste Sohn ist. Es wird nicht gut enden. Ja, okay, ich hole ihn. Ihr wisst, dass das nur mit Problemen enden kann. Das wäre doch passend. Denn genau damit hat das ja alles auch angefangen. Mein Sohn ist kein Narr. Er wird sich der Vernunft nicht verschließen. Und ihr seid in der besten Position, um ihm die Gelegenheit dazu zu bieten. Ich bitte euch, tut, was ihr könnt. Okay, wir werden zumindest mal mit ihm reden. Ich meine, es stimmt schon, dass unabhängig davon, wer jetzt hier zum Kuhn überläuft, ob das jetzt der Sohn des Regierenden, was auch immer ist, oder ein ganz normaler, keine Ahnung, Bauer oder eine Putzfrau, es ist komplett egal. Es setzt kein gutes Zeichen. Und weil wir ja noch immer nicht genau wissen, was der Arishok und die Kunari vorhaben, ich weiß nicht, also Hinterhalt, was? Es gibt hier einen Hinterhalt? Seit wann gibt es hier Hinterhalt? Okay, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich in den Hinterhalt geraten sind, oder? Ah, ich wollte gerade sagen, warum werden mir hier die Punkte, die Gesundheitsdinger nicht mehr angezeigt? Okay, Anders, du bleibst mal bitte hier stehen. Da vorne ist nämlich eine Falle. Und Isabella, du knackst mal bitte die Falle. So, und dann hole ich mal Hundi raus. Und schon wieder Nahkampfmagier, wie es aussieht. Na, das war ja ein toller Hinterhalt. Kann ich... Ist hier wenigstens... Ist es nicht mal wirklich Loot da? Toll. Oh, mein Inventar... Ja, klar. Das ist Story of my life. Story of my life. Weg damit. Was ist los? Hallo, ich habe gerade eine Robe. Hallo? Spiel? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Spiel ist kurz eingefroren. Ich hoffe doch, dass es nicht mein Rechner ist. In letzter Zeit passiert mir sowas nämlich öfter. Wer hat die wohl angeheuert? Gegner der Kuna. Muss auch mal schauen, dass ich jetzt gleich mein Inventar ausmiste. Eigentlich wollte ich das, glaube ich, zwischen den Folgen machen. Ich erinnere mich. Ups. Es kommt davon, wenn ich einfach wegen dieser Handwerker immer nur einmal im Monat dazu komme, aufzunehmen und dann gleich wieder 10 Folgen aufnehmen muss. Ich muss mir schnell einen schnellen Händler suchen, dann mache ich das halt jetzt onscreen. Der klasse nächste Händler irgendwie am Arsch der Welt. Wow, ich habe definitiv zu viel WoW gespielt. Ich wollte gerade aufmounten und schneller zum Händler kommen. Ja, ich habe wieder mit WoW angefangen. WoW Classic ist schuld. Ich habe mir ein neues Abo geholt, damit ich WoW Classic zocken kann. Und dann waren die Server alle voll. Und immer wenn ich spielen wollte, musste ich erstmal 6 Stunden in die Warteschlange. Und dann habe ich halt Retail gespielt. Ich kann es kontrollieren. Und ja, okay.
Plunder erstmal. Oh Gott, das war nicht viel. Oh, das war nicht viel. Da muss ich jetzt tatsächlich aussortieren. Gut, ich weiß ja, dass ich, was Ausrüstung angeht, die kann ja nur Hawk tragen. Da bin ich aktuell. Das ist schon mal gut. Und da verkaufe ich einfach mal alles, was nicht mindestens Gold ist. Also die Farbe hier. Ich weiß nicht, ob das Gold ist. Und hier sagen wir einfach mal alles unter 3 Sterne. Einfach um ein bisschen Platz ins Inventar zu kriegen, weil es ist gerade echt ein bisschen heftig. So, jetzt haben wir Das wieder habe ich doch Platz. gesagt, oder? Ich schwöre, ich. Was? Ah, okay. Ah, wenn wir gerade hier sind, können wir ja gucken, ob es hier noch neue Quests gibt. Gibt es nicht. Okay. Wenn doch nur alles so schnell aufgeräumt wäre. Wie das Inventar jetzt hier. Einfach mal alles, was irgendwie. Ich gucke es mir gar nicht genau an. Es fliegt einfach in die Tonne. Wenn es so schnell mit dem Entrümpeln des Zimmers ging. Aber ich muss mir die Sachen ja angucken. Es könnten ja. Zum Beispiel, ich habe hier so eine riesen Box für alles. Also so ein Schuhkarton es wäre untertrieben. Manche Leute haben einen Schuhkarton für ihre Dokumente. Geht schon mal voraus. Ich muss mich noch um etwas kümmern. Okay, ich treffe mich mit dem Arishok. Ich kann warten, aber warum? Wenn ihr wollt, dass ich das auf später verschiebe, mache ich es. Aber ich brauche Es einen ist Grund. nichts. Wirklich. Ich bin mir sicher, wir haben einiges zu tun. Und ich will euch dabei nicht stören. Zumindest nicht allzu sehr. Wieso willst du nicht da rein? Ich überlasse das einfach euch. Irgendjemand muss sich noch um die Pferde kümmern. Okay. Bei mir ist es kein Schuhkarton, bei mir ist es so eine IKEA-Box, so ein Umzugskarton eigentlich eher von der Größe her. Und da kommt alles rein. Und so einmal im Jahr gehe ich den dann durch und sortiere. Nun, hoffentlich hat Aber sich es ist der einfach so Arishok viel nicht zu Zeug. sehr mit dem Jungen des Vicomte Es angefreundet. ist einfach so viel Zeug, es ist einfach ekelhaft. Und das sind nur die Dokumente. Sarah Hawk. Ich bin wegen des Sohnes des Vicomte hier. Tatsächlich. Ich habe 4 Jahre lang nicht die geringste Drohung ausgesprochen. Und doch kriechen Fanatiker aus ihren Löchern, die uns allein dafür hassen, dass wir Das Problem ist eher, dass du nach 4 Jahren existieren. immer noch da bist. Und trotz all der Lügen und Geh Ängste einfach gibt heim. es immer wieder Basra, die mich anflehen, sie zum Kuhn kommen zu lassen. Sie sehnen sich nach einem Ziel. Der Sohn hat eine Entscheidung getroffen. Und ihr werdet sie ihm nicht Ja, verweigern. genau das brauchen wir, oder? Wenn der Sohn des Vicomte bekehrt wird, ist das ein Festtag für seine Feinde. Und? Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Ich fürchte keinen von ihnen. Und es ist nicht meine Rolle, die freie Entscheidung der Widathari zurückzuweisen. Du bist ein Arschloch. Der Sohn ist seinem eigenen Wunsch nach dem Kuhn gefolgt. Er ist weder mein Sklave noch mein Gefangener. Er ist noch nicht einmal hier. Ach. Er hat seinen Vater aufgesucht. Fragt den Vicomte, warum er sowohl euch als auch einen Brief geschickt hat. Was? Das ist merkwürdig. Sie treffen sich bei der Kirche. Es ist ein letzter und vermutlich Und woher weißt du sinnloser das bitte? Appell. Der Vicomte würde die Kirche mit in die Sache hineinziehen? Nein, aber wir wissen, wer es tun würde. Mutter Patrice. Ich wollte es gerade Eine sagen. Verdächtige in zahlreichen Angelegenheiten. Sollte sie erneut jemanden unter meinem Kommando bedroht haben, gibt es darauf nur eine Lasst mich Antwort. das mal klären, bitte, ja? Macht es nicht noch schlimmer, indem ihr eure Männer grundlos in den Straßen aufmarschieren lasst. Es gibt einen Grund. Dies ist die letzte Beleidigung, die ich hinnehmen werde, Hawk. Ich werde wachsam sein. Die Widathari folgen dem Kuhn. Diese Beleidigung wird nicht unbeantwortet bleiben. Okay, wir müssen mal wieder Mutter Patrice den Hintern versohlen, aber das machen wir nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Wenn ich jetzt hier rausgehe, schließt sich Isabel mir wieder an. Nee, ich muss die jetzt tatsächlich wieder in die Gruppe holen.
Okay, dann Gruppe sammeln, weiterziehen. Mache ich das mal ganz kurz, und zwar daheim am besten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die werde ich wahrscheinlich jetzt gleich im Anschluss aufnehmen. Dann weiß ich wenigstens noch, was ich gemacht habe und was Sache ist und so. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.